Techniken. Schild im Eshose-Schrein. Ja, dann zeig mal her, was hier so abgeht. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Pariere einen Fernangriff im richtigen Moment mit dem Schild, um das Geschoss zurück zum Gegner zu reflektieren. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Okay. Ah, oh. Abgefackelt. Das war's schon? Oh. Achte auf das Element des gegnerischen Angriffs und pariere ihn mit einem Schild, um ihn zu reflektieren. Ja, aber bestimmt kein, nehmen wir das Seven-Schild. Nachdem ich jetzt aber erstmal... Ich weiß, ich soll es nicht roh essen, aber egal. Ah. Wie soll ich das denn machen? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. So, ausrüsten. Ah. Ich glaube, ich bin von der Zeit her falsch dran. Ja, bin ich. Warum, die Aufgabe ist doch bestanden. Nicht? Okay. Ja. Ich habe alle Techniken gemeistert. Lasst mich jetzt hier wieder raus. Vielen Dank für nichts. War ein bisschen blöd pariert hier mit der Elektrizität. Massiver Sonanium-Schild. Oh! 50er Haltbarkeit. Das ist ja geil. Lass mal gucken, wie es aussieht. Jo, sehr geil. Okay, jetzt wird es aber interessant langsam. Jetzt wird's aber interessant. Okay. Ich dachte schon, ich hätte jetzt durch die Amiibos unverschämt gute Items bekommen, aber scheint so, als würde das Spiel jetzt erst richtig losgehen. So, dann sind wir jetzt zumindest schon mal in der Nähe des Stalls. Reisen wir jetzt direkt mal nach hier unten. Was geht denn hier ab? Was hier los? Ja. Nanu, dich habe ich ja hier noch nie gesehen, Kleiner.
Du wärst nicht rein zufällig daran interessiert, ein paar Piraten auszuradieren? Oh doch. So was Gefährliches würde ich niemals von so einem Hemd wie dir verlangen, Kleiner. Aber die Piraten gibt es wirklich, kein Witz. Sie sind an einem Ort namens Angelstedt, an der Küste südlich von hier. Das war meine Heimat. Aber dann haben diese Monster angegriffen, weil sie in Booten kamen, hat man sie als Piraten bezeichnet. Es war einmal so ein friedliches Dorf, in dem der Segen des Meeres für fröhliche Gesichter sorgte. So. Oh mein Herr, du bist ein Reisender, oder? Ich sehe doch gleich, dass du weit herumgekommen bist. Hast du jemals irgendwo das Gerücht über den legendären Nachtisch gehört? Was? Natürlich, du kannst wohl nichts davon wissen. Es geht um das mythische Master Dessert, das irgendwo in einem Wald verborgen sein soll. Und darum, ob Monster allein vom Duft dieser Speise in die Flucht geschlagen werden. Egal wen ich frage, niemand weiß etwas. Womöglich bin ich nur auf ein geschmackloses Gerücht hereingefallen. Wahrscheinlich. Da hinten ist übrigens eine Fee, Leute. Wer hätte es gedacht, wir haben eine Fee. Aber da waren wir ja bereits, ne? Ich sollte sie markieren. So. Wir markieren die Fee mal als Rubine. So. Okay, na, mit dem Schild sollten wir vielleicht sowas nicht machen. Nee, ich will nicht übernachten. Ich will mein Pferd haben. Pferd abholen, bitte. Ja, bitte. Geschirr bitte abnehmen. Danke. Ich glaube, sonst wird's echt ein bisschen gemein. Ja. So, lasst uns los. Ich meine doch, wir müssten... Ja, nicht dann hier lang, sondern rechts. Wir gucken einfach mal auf die Schilder. Oh! Noch ein Krug. Machen wir den oder machen wir den noch nicht? Wir machen den noch nicht. Wir machen den spät. Wir müssen ihn nur schon mal eben hier markieren. So. Lass gucken. Was hier auf den Schildern steht. Atheno. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, ob wir da auf bekannte Gesichter treffen werden, wie sich Atheno verändert hat, was es Neues gibt. Ich bin ja schon sehr gespannt auf die neue Bekleidungsmarke. Und ihr wisst ja, dass ich da so ein leichten Schatten habe, was das angeht. Ich liebe so, meinen Charakter in irgendwelchen Spielen anzupassen und alles Mögliche, deswegen kommt das mir sehr, sehr gelegen. Wir lassen aber nichts irgendwie außer Acht. Wir gucken trotzdem weiterhin, wie es hier so aussieht. Und da kommen wir schon zum Problem. Lohnt sich jetzt gerade noch nicht, die anzugreifen, weil Blutmond ist. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt durch? Weil das wirklich sehr, sehr viele sind. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben.
und ihr Hass ergießt sich über das Land. So, ab und zu können wir die Sequenz nochmal durchlaufen lassen für alle, die neu dazukommen oder das Ganze eben noch nicht gesehen haben. Ich weiß es nicht, ob das Pferdchen da drüber springt. Könnte sein, könnte nicht sein. Wir probieren es mal. Okay, nein. Oh, eieieiei. Au, 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 au. Das ist also eine sogenannte Monsterhorde. Oh. Wir sollten ein anderes Schild nehmen. Wow, immer ganz ruhig mit den jungen Pferden hier. Wir müssen kochen, wir müssen unbedingt dringend kochen. Ich esse das jetzt auch, wenn es gerade vom Status allein nichts bringt. So, komm. Oh, oh, oh. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass er Hörner hat. Wir müssen erstmal kochen gehen. Bevor wir jetzt hier auf das große Abenteuer beginnen. Na komm. Schwarzer Bocklinhorn. Sehr gut. Das gibt's doch gar nicht. Jawohl. So, was haben wir denn da Schönes? Sehr gut. Autsch. Ich hätte nicht gedacht, dass er so trifft. Oh nein, meine ganze Nahrung. Komm jetzt. Waren das alle? Sag bitte ja. Ja. Das waren alle. Okay, dann können wir jetzt weiter. Oh ne, waren doch nicht alle. Okay, wow. Habe ich nur. Ja, es ist nur noch der eine. Nur noch der eine. Sehr nice. Das war unsere erste Monsterhorde. Okay. War ganz nett. Was haben wir hier?
Prinzessin Enzian. Ich mag die eigentlich... Ich mag sie eigentlich nicht runternehmen. Weil sie auf einem Grab liegt. Machen wir auch nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn es irgendwie einen Mehrwert hat, ihre da runterzunehmen. Aber ich mag es echt nicht runternehmen. Überhaupt nicht. Oh. Kalebs alte Hütte. Wollen wir mal reingehen und Hallo sagen? Er ist ja eigentlich in Kakariko. Sehr cool. Okay. Könnte unser Zuhause werden. Wo ist mein Pferd? Ja. So. Okay, hier ist scheinbar alles gleich geblieben. Hier machen wir auch eine Markierung für den Krog. Jetzt erstmal nach Atheno, Leute. Ich bin zu neugierig. Was ist denn hier, wo der Schrein damals war? Ist hier irgendwas Neues hingekommen? Das ist schon so ein bisschen Nostalgie, ehrlich gesagt, weil das jetzt so der Anfang von Breath of the Wild ist. Aber... Oh, doch, eine Höhle. Unser erster blauer Rubin. Höhle am Halbblutplateau. Diese Steinstatuen weisen den Weg zu einem prächtigen Schatz. Ist das so? Sagen, aber irgendwas muss ja hier noch kommen. Es wird nicht so bleiben, aber als es die Schneesturmhose gegeben hat, waren ebenfalls solche, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, solche Pfeiler irgendwo. Sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg? Oder laufen wir im Kreis? Oh, nee, es scheint richtig zu sein. Oh, hallo, Friends! Komm. Rennt er doch hoch! So, der Kleine, den haben wir. Den treffen wir nicht, den Kleinen. Also muss man erstmal den Großen bedienen.
Womit könnten wir den denn noch gut auseinandernehmen? Damit 100 Punkte. Sauber, du Fettbacke. So. Okay. Wir haben uns zwar fast quasi selber ins Ausgeschossen, aber ist nicht so schlimm. Kulin macht den Rest. Sauber. Sehr gut. Bossbockherz. Okay, also wenn jetzt hier kein Schatz ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Lass mal noch hier den Rest gerade einsammeln. Röstbarsch. Rotes Schleimgelee. Was sind wir denn jetzt? Geht aber schon relativ weit nach unten hier. Das. Nee, ist nur ein Stein. Man kann nie wissen, Leute. Man kann nie wissen. Leuchtsam en masse. Jetzt habe ich nichts mehr, womit ich richtig draufhauen kann. Hä? Wie tief soll es denn noch gehen? Okay, die lassen sich nicht kaputt machen. Hier glotzen jetzt insgesamt 5 drauf. 6, 7, 8, 9. Verstehe ich jetzt nicht. Ich werde da jetzt hier keine Äpfel hinlegen müssen, oder? Was wir machen? Nee. Okay, nutzt also nichts. What the hell? Hä? So, wir müssen aber dahin. Wir müssen hier rüber. Wir müssen in die Richtung. Können es aber nicht. Wie das bringt nur mit. Also. Vielleicht hat es aber auch irgendwie einen Grund.
Hier war ich ja auch noch nicht. Okay. Da. Aber ihr seht, wieder genauso eine Truhe wie eben auch. Was gibt's jetzt hier Schönes? Die Barbarenmaske. Jawohl. Sehr cool. Okay, das ist der große Schatz. Wir haben ihn gefunden, Leute. Wir haben ihn gefunden. Den großen Schatz von Tears of the Kingdom. Natürlich nicht. So, okay. Wo ist unser Pferd? Wir können zurück. Dann. Nee, Spaß beiseite. Ich mag die Barbarenmaske nicht. Wir reisen zurück. Das ist ja unser Ziel, Hateno noch erreichen, bevor wir jetzt hier zum großen Ende der Folge kommen. Oh, da ist noch Bumster. Ne, Birgda. Bumster war wer anders. Regen macht mir nichts. Können wir auch wieder mit Brettern? Könnten wir auch wieder arbeiten? Machen wir noch. Ich will nach Hateno. Jetzt auf der Stelle, ohne Umwege. Ich will wissen, was sich da getan hat. Es ist auch nicht mehr weit, Leute. Es ist nicht mehr weit. Nur noch das Waldstück gleich hier hoch. Irgendwo hier zwischen. Hier war ein Krog, den haben wir eben gesehen. Ist ja immer recht einfach zu erkennen, wenn der Dialog aufleuchtet, ich will zu meinem Freund. Da weiß man ja eigentlich immer direkt Bescheid. Komm. Hateno, wir kommen. Hateno war auch schon in Breath of the Wild so mein Lieblingsort fast. Ich will einfach wissen, was hat sich geändert? Kann man wieder ein Haus bauen, kaufen, whatever? Das will ich alles wissen. Ja, es hat sich was verändert. Wie cool. So. Luna bleibt hier stehen. Ah, wie schön. Wir stehen vor Hateno. Ah, das freut mich sehr. Patrouille, auch bei Regen. Wer da? Bist du ein Eindringling? Nein, bin ich nicht. Oh, du bist kein Eindringling. Dann begrüße ich dich mit dem Torwächtergruß. Wie ging der nochmal? Das hier ist Hateno, das Dorf der Felder und gefärbten Stoffe. In Hateno gibt es köstliches Gemüse und sogar die allerneueste Mode. Ich habe das schon richtig gesagt, oder? Bin ich ein guter Ersatz für meinen Papa, während er am Spähposten ist? Ah, dein Papa ist im Spähposten. Wir haben natürlich jetzt nicht so das schönste Wetter, um hier anzureisen. Wie cool diese Pilzhüte sind einfach. Okay, lass uns erstmal ein bisschen angucken. Okay. Was ist hier?
Das ist der Krämerladen. Oh, die gibt's auch noch. Die haben schon in Breath of the Wild miteinander geredet. Hundertprozentig sind das immer noch dieselben. So, was ist hier los? Ich habe es schon so oft gesagt. Drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Da haben wir all die Mühen auf uns genommen, um hereinzukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch die neue Kreation der berühmten Modeschöpferin Sagono sehen. Ich hatte mich so darauf gefreut. Schließlich heißt es ja, es sei ihr bisher bestes Werk. Mir tut es wirklich leid, aber es gibt nur noch ein einziges Ticket. Nur noch ein Ticket. Das heißt, einer von uns, zum Beispiel ich, könnte es schon mal rein und die Lage peilen. Hey, das will ich überhört haben. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden gemeinsam segeln oder untergehen. Ich weiß, das war nur ein Scherz. Nun gut, dann kommen wir ein andermal wieder. Einverstanden. In diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit einem Besuch dort können wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gern zum Bauernhof gehen. Jetzt, wo du es sagst, ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem man alte Dinge erforscht werden. Wir haben uns schon so herausgeputzt, dann sollten wir uns auch alles ansehen. Ja, husch. Zum Glück haben sie aufgegeben. Oh je, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind sie auch hier, um die neue Kollektion meiner großen von Sagono zu sehen? Da sie allein sind, können sie einfach hereingehen. Sagono höchstpersönlich ist auch gerade da. Derzeit ist es nur eine Ausstellung, man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, sie verstehen das. Egal, zum Gucken reicht's. Hallo? Okay. Das war's. No. Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich, Sagono, mittlerweile weltberühmt bin. Hm? Oh, entschuldige. Bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl deinen trüben Blick nachzuurteilen, hast du mit Mode wortwörtlich nichts am Hut. Die Boutique Zephyr ist die einzige weltweit, in der die Marke Sagono verkauft wird. Und ich bin die bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier vor dir siehst, ist nicht weniger als der Sagono Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Diese elegante Form und diese exzentrischen Farben. Er ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist so einzigartig, es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Es steht nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der sich als würdig erweist. Der würdigsten Person in Hyrules modischer Stadt. Huch. Was soll das mit Hyrules modischer Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal einer an. Wie kann ich denn dienen, werter Herr Bürgermeister? Es tut mir leid, ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängt. Sagono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh je, Liebes, nun reg dich doch nicht auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sagonos Stil. Lasst uns in aller Ruhe darüber sprechen, hm? Nein! Ich habe lang genug stillgehalten und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze, überall! Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen.
Das Dorf beschützen? Vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt? Vor zahlungskräftigen Touristen? Vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Atheno steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avantgarde-Schöpfung oder die provinzielle Werte des Bürgermeisters. Sie sollen selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl. Eine Bürgermeisterwahl? Na meinetwegen, da gewinne ich sowieso. Sophora, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Clavia, sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. Okay, hier gibt's richtig Stress in Atheno und trägt noch eine Nebenaufgabe hinterher. Oh, du schon wieder. Es ist noch so viel zu erledigen für die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für... Sagono natürlich. Wobei ich eher für Ruhe und Gemüse bin. Aber hinterher verkraule ich sie. Dann kann ich nichts mehr kaufen. Ich weiß es nicht. Achso, naja. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann herzlich willkommen im Team Sagono. Dann wäre das ja geklärt. Sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf den Bürgermeisterposten. Ich hatte mich noch nicht entschieden eigentlich, aber gut. Zumindest sollte das zumindest sollten das allen klar sein, aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Ritna unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Ritna-Wähler. Pilze sind quasi das Sagono-Markenzeichen. Sagono ist eine Ode an die Pilzmode. Meine Pilzgeschenke bringen Frische in verstaubte Hirnkästen und säen kultivierte Sagono-Sinne. Aber Sophora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe übernehmen? Jo, ich mach das schon. Die hier wirst du brauchen. Okay. Diese Pilze sind für Ritna-Wähler hier im Dorf. Sie sind leicht zu erkennen an ihrer unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extremst modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sagono gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Ritnas Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinder, Reisende oder solche, die nur für kurze Zeit hier wohnen, wie die Shika-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht verzählt habe, macht das also insgesamt 8 Ritna-Wähler. Deine Mission ist simpel. Gib jedem dieser 8 je einen Hyrule-Pilz. Na dann, hopp hopp! Sagono oder Ritna?